Darum bin ich an der vordersten Front mit dabei, Gesetze zu erlassen und solche wahnsinnigen Leute wie Ken und Barbie in die Schranke zu weisen. Früher hatte man solche Leute zu Recht auf den Scheiterhaufen verbrannt und heute schenkt man diesen Moralpredigen Plattformen, wo sie ihre fanatischen Gedanken und Taten in aller Welt verbreiten können. Nein, das muss bekämpft und gänzlich verboten werden. Die Bevölkerung muss geschützt werden. Jede Demokratie muss kontrolliert und gesteuert sein. Ansonsten landen wir wieder in der Steinzeit. Vertraut mir, Leute, wir Mächtigen arbeiten daran, um euch zu schützen. Ken, was machst du da? Du weißt genau, dass dein Geschwafel kein Mensch interessiert. Die Mehrheit der Leute handelt vollkommen in meinem Interesse. Du weißt ganz genau, dass deine Zeit der freien dummen Äußerungen im Internet bald eingeschränkt wird. Ja genau, auch das liegt in meinem Interesse.
Es muss wieder das gepredigt und den Leuten gelehrt werden, wessen von uns Auserwählten alles Können stammt und sicher nicht von solchen Dummköpfen, wie du einer bist. Also, verschwinde! Sorry Leute für die Unannehmlichkeiten. Wie ihr nach Kents dumme Rede nun wisst, sind die Dinge in meiner vollen Zufriedenheit sich am entwickeln.